Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch jetzt mal meine PC-Ecke zeigen, weil viele gefragt haben, wie hast du denn die PC-Ecke jetzt genau gemacht? Wie gesagt, die ist noch nicht 100% fertig. Das ist jetzt erstmal so, bin immer noch zwischendurch am Hin- und Herstellen, aber wie sie jetzt momentan ist. So, wartet mal, ich muss noch meinen Akku laden. Alexa? Switch an. So. Ich habe nämlich vergessen, dass mein Akku lädt. So, hier ist mein Nobelshare. Da unten ist der PC mit dem Bauklotz und meiner Tochter. Und Kabelei, das ist auch noch nicht so das Wahre. Da habe ich mir auch noch was überlegt. Aber ist ja noch nicht richtig. Das Licht habe ich blau gemacht, außer das ist Rainbow. Und da unten ist auch Rainbow, weil das kann ich nicht Rainbow machen, das unterstützt MSI nicht irgendwie. So, hier habe ich meine beiden Bildschirme von BenQ, den EW3270U und den EW3280U. Beides sind 4K-Monitore. Der neue hier, der unterstützt auch HDRi. Der muss leider demnächst weg. Leider, leider, die Testzeit ist vorbei, der geht am BenQ wieder zurück. So, dann habe ich da halt meinen Kartenleser, habe ich jetzt bei dem Monitor, mein Handy, meine Dampfe und mein Telefon, also hier Fritzfon, Katzenspielzeug, meine Brille, nochmal ein Katzenspielzeug. Dann könnt ihr das mal sehen, da steht dann da, das Stream Deck, hier mein Energy, also mein Booster. Für heute Abend, ich weiß noch nicht, welche Sorte ich trinken werde, aber heute Abend werde ich den Odin-Becher nehmen. Habe ich bei Amazon für ein paar Euro bekommen. Da ist die zweite, da ist die Spio-Cam, also die Spionage-Cam, wenn die Katzen kommen. Mein Mikrofon, die BenQ Vit, meine Schreibtischlampe, und die ist so geil, die macht hier wirklich das hell, was hell sein soll. Und so, machen wir mal dunkler. Meistens habe ich sie dann halt so etwa so. Reicht abends dicker aus. Da ist mein Headset für, also meine Kopfhörer für Reaction. Da ist einmal so ein, eins von meinen Lichtern. Das ist an so einer Elgato-Stange dran. Und ich habe es halt zur Decke gerichtet, damit es mir nicht ins Auge polkt. Das andere ist, hier oben habe ich mit einer anderen Halterung an dem Arm vom Monitor gemacht. Hier ist mal auch vom BenQ mein Licht. So, ah, da ist meine Cam, die Hauptcam, die Brio, die 4K-Cam. Und wenn ich dann halt hier so sitze, so sieht das denn so aus. Also nicht wundern, der PC ist gerade ein bisschen laut, weil ich render gerade ein Video. Ja. So sieht es dann aus, so sitze ich dann davor. Dann habe ich hier gleich mein Mikrofon. Der Arm geht hier lang, geht da hinten. Der ist da hinten am Tisch festgemacht. Hier steht die Vit. Die habe ich dann halt so ausgerichtet, damit sie hier hinten ein bisschen höher kommt, dass er halt den Bereich hier noch ein bisschen mehr ausleuchtet. Kann man sich hier einstellen, wenn ich das jetzt hier weiter runter mache. Dann ist es halt nicht so weit hier hinten ausgeleuchtet, sondern weiter hier vorne. Ja. Und das Licht kann ich euch ja mal zeigen, wenn ich das anmache. Zack. Das leuchtet dann halt da zur Decke. Das andere auch. Habe ich jetzt nicht an. Kann ich ja auch mal anmachen. Ein Kabel habe ich nämlich hier oben dran, dass er nicht abhanden kommt. So, die leuchten jetzt beide zur Decke. Und dadurch ist der Stream dann beleuchtet. So, und wenn ich dann halt, wie gesagt, nicht streame für mich alleine, habe ich halt immer meine BenQ Vit an. So, Tastatur ist auch eine Nicht-Gaming-Tastatur. Eine ganz normale von Windows ist das. Die Maus dazu habe ich auch irgendwo. Aber die ist halt schön leise. Und die mechanischen sind mir alle immer so laut, weil mein Mikrofon direkt da drunter ist hier. Ja. Und natürlich da Notverpflegung, Schokolade. Das ist noch vom BenQ-Monitor, das geht mir nämlich hinten immer ab, die Kabellösung. Ja. So sieht das, und hier sind dann halt meine In-Ear-Kopfhörer.
für den Sommer, wenn es denn zu warm ist. Und so sieht es aus. Dann habe ich hier halt das Game drauf. Hier habe ich dann mein, sag schon, Streamlabs OBS, wo ich den Chat von der rechten Seite auf die linke Seite verlagere, dass wenn ich hier so sitze, ganz normal mein Spiel habe und hier gleich den Chat sehe, funktioniert wunderbar. Und auf dem oberen Monitor habe ich dann alles zur Überwachung drin. Da habe ich den Stream laufen, dass ich sehe, ob der Stream läuft. Da habe ich dann mein Tool, ob die Wasserkühlung läuft, wie der Prozessor ist, die Auslastung ist, der RAM und alle drum und dran. Ja, und dann halt hier noch das Cam-Tool, das mache ich mir dann immer oben in die Ecke. Und da sehe ich dann, kann ich dann ranzoomen, wegzoomen und so. Und das macht sich dann eigentlich alles ganz gut. Weil ihr das ja mal sehen wolltet. So sieht das aus. Ja. Koffer hat euch gefallen. Und dann mal den Drehball wieder. So. Koffer hat euch gefallen. Demnächst wird es ja umgeändert. Weil der große, also mein alter Monitor, der 4K, der kommt dann wieder hier hin. Der kommt ja leider weg. Und dann habe ich hier wieder nur einen und den da oben. Das wird wieder für Streams wird jetzt sehr ungewohnt sein, wenn ich da dann keinen Monitor habe für den Chat, beziehungsweise wo das Streamlabs OBS läuft, muss ich dann wieder hochgucken. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. So, ja, so habe ich mir das eingestellt. Ich hätte den Monitor auch noch ein Stück weiter nach links machen können und den halt noch ein bisschen schräger machen können. Wollte ich aber nicht. Ich wollte den halt so haben, dass ich das hier halt nicht irgendwie die Stänge von Mikrofon, Lampe oder so irgendwie so ansatzweise ein bisschen über den Monitor hängt. Ich wollte eine schöne freie Sicht und das habe ich so. Ja, und dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Nochmal mit der Draufsicht. Das Video ist gerade fertig mit Rendern zu der kleinen Lampe. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.